Folge 6, Judgment. Oh, Daniel besser gewesen als ich. Juhu! Der Bot schlug sich wacker. Ich hoffte, dass er den Weg kannte. Er konnte ja schlecht hab mich verlaufen piepen, oder? Da ist gleich wieder das Crimson Omen. Ich deklassifiere mal. Geht das jetzt eigentlich in unseren Sprachschatz über? Declassifying. Ich declassify es hier mal. Okay. Der Kilotrupp behauptet, den Unterstützungsbot nur mit Hilfe von Pistolen verteidigt zu haben. Da bin ich jetzt mal auf den One-Liner gespannt. Als unsere Gewehre leer waren, wechselten wir zu Snap-Pistolen. Wir hören dich, Kleiner. Runter und Schilder hoch. Kilo, beschützt den Bot! Oh nein! Erstmal ist halber dem Magazin die Sandsäcke gebrannt. Bist du wie neulich im Pistolenverein? Klingt auch wieder wie ein Schlageralbum. Was? Wer attackiert den Bot? Wo denn? Der ist nur noch auf 44%, aber... Ui. Da! Ey! Das sind ja nicht mal Kettensägenpistolen. Ja, siehst du, haben wir doch mal was für ein Sequel. How pathetic is that? Und da liegt eine Mulch schon, wir dürfen sie nicht benutzen, oder doch? Wo ist denn die Munitionskiste? Irgendwer schießt auf den. Ach, der Dings, der Boomer! Distanz-Sentinel darf ich aber hinstellen, scheinbar. Der macht aber nichts. Doch. Draufgehen. Ich bin jetzt immer noch mit der Pistole rumbolzen. Blöd das aussah, wie du dich jetzt so rübergerollt hast. Das war ich gar nicht. Dann war's der Russe. Paddock. Was sind jetzt immer nur noch Pistole oder was? Ja, wie wat Pistole? Die sagt übrigens auch Pistole. Pistole? Mit diesem Schlenker am Ende drin, wie man es im Rheinland so macht. Unser geschätzter Kollege René sagt das nämlich auch immer so. Pistole? Nee, Pistole. Echt? Mhm. Wie oft redet der René von Pistole? Jedes Mal, wenn es um meine Kündigung geht. Oh! Armbrust mit Stolperdraht? Sachen gibt's! Sieht doch eher aus wie ein Spielzeug, oder? Am I right? Dürfen wir das jetzt hernehmen? Stolperdraht, Armbrust. Schießen Sie auf irgendeine Oberfläche, um eine Stolperdraht-Rakete anzubringen. Die Rakete wird abgefeuert, wenn ein Feind. Okay. Das stand da. Ja, genau. Nee, es ist wegge. Warte, wir müssen jetzt. Ich drücke jetzt mal auf Fortfahren. Schon wieder eine epische Preiskiste bekommen. Und schon wieder nichts. Das gibt's ja nicht. Mann, oh Mann. Du siehst der Raven von vorhin, oder? Ja. Nehmen wir so viel Ausrüstung mit wie möglich. Convenient! Nein, ich hab die Stolperdrast. Stolperdrast. Raven. Eine große Anzahl von Feinden rückt auf den Hauptplatz der Akademie vor. Gibt's da eine Lancer? Gib mir eine Lancer. Falls mich jemand da unten hören kann. Sie sind fast bei euch. Dutzende von Locusts, mindestens. Ich hab nichts verstanden. Wie schaut's mit euch aus? Laut und deutlich. Waffen hoch! Wenigstens liegt bei dem Wrack etwas Ausrüstung rum. Da liegt noch eine Lancer. Der Kilotrupp behauptet, ungewöhnlich widerstandsfähige Locos an der Absturzstätte des Raven bekämpft zu haben. Am Angriff nehmen Serapeets und Corpser teil. Ja, bring it. Und setzte Tiere ein. Nicht zur Unterstützung oder zum Transport, sondern als Angreifer. Sowas habe ich noch nie gesehen. Siehst du hier?
Wo? Was? Hier liegt ein Lancer, wo ich stehe. Stark. Dann nehme ich jetzt aber noch statt der Snap-Pistole diese Stolperdrahtarmbrust. Dann habe ich jetzt alle meine Lieblingswaffen. Alle meine Lieblingswaffen. Ah, Moment mal, wo ist denn jetzt meine Molche hin? Ah, da hier. So, wo ist meine Longshot und überhaupt? Ach, guck mal. Haben wir die Geschütze schon positioniert alle? Ja, ich habe die jetzt mal so hingestellt. Eine links, eine rechts. Sag mal, ich kann aber hier noch... Müssen wir das im Vorfeld schon machen? Was? Stolperdraht, Armbrust. Verteil doch mal ein paar. Ach cool. Da, sieht gut aus. Dann decke ich das auch gleich mal mit meiner Mulcher ab. Aha. Warte mal. Da gibt es aber kein strategisches Verstümmeln, oder? Wie bei Dead Space. Sonst würde ich dem Korps da gleich mal mit der Mulcher die Beine abrasieren. Mach doch. Ich probier's mal. Wo bleibt er denn? So. Hallo. Ja, noch 10 Sekunden. Jetzt brauche ich noch eine zweite Waffe, die irgendwie was kann. Lag hier noch irgendwas, was man brauchen kann? Da kommt was. Und los geht's. Dann gehe ich mal tendenziell eher nach rechts. Schon wohl ein paar schon da rein. Ah, Ticker. Nein, 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 nein. Ja, das war vielleicht gar nicht so schlecht. Kontakt. Kontakt. Da kommt Sarah Pete. Nein, 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 nein! Okay, eine Sarah Pete habe ich. Schön, sagt er. Reparieren, so. Ah, schon die nächste! Auch wieder reparieren, so. Wo bleiben denn die Korpse? Ich glaube, jetzt kommen sie, oder? So wie es hier rumpelt. Da rappelt sie im Karton. Schon wieder Tiggers. Und ja, ich meine Tigger von Winnie Pooh. Bereit zum Schuss. Siehst du denn schon welche? Ich sehe momentan nur über Ticker. Nee, ich fühle mich auch gerade ein bisschen wertlos, weil ich die Mal schon nicht hergeben will. Aber für die Ticker ist die ein bisschen... gerade gesagt hast. Bitte? Ich fand das nett, wie du gerade eben einschränkend gerade dazu gesagt hast. Ich schaue jetzt mal hier nach vorne, ob hier noch irgendwie eine coole Waffe rumliegt oder so, weil ich habe... Das zweite nur diese scheiß Pistole. Was hat der dabei? Nix. Das ist übrigens mein Untergang, dass ich hier vorne rum scharwenzel. Komm schon, hier wird doch jetzt irgendwas liegen. Da liegt irgendwas. Und es ist Munition. Geschafft. Nee, da müssen noch Korpser kommen. Aha, die kommen jetzt. Ich habe, glaube ich, bisher 2 Ticker abgeknallt und mehr nicht. Ich habe 2 Serapeets und eine Menge Ticker. Aber hauptsächlich war das das Geschütz. Muss man das eigentlich, also wenn diese Taste kommt, dass man da Munition reinstecken muss, ist das nur das Icon für Reparier? Oder auch wenn das, kann dem auch die Munition tatsächlich ausgehen? Weiß ich doch nicht. Oh, ich glaube, jetzt kommen die Korpse. Sie sind überall! Sie sind überall. Schön. Onyx-Munitionsversteck habe ich gefunden.
Kämpft ihr schon? Dann kommen wir auch mal zum Kämpfen. They're coming around, you sister. Und tot. Und tot. Gehe ich mal wieder nach rechts. Nein! Also die Mulcher bringt in dem Level irgendwie so gar nichts. Ja? Aho, ich wollte noch wegtreten, warum ging das nicht? Wegtreten, Soldat. Ach, fick dich, Mulcher. Nein, ich bin down, Hilfe! Die machen mich gleich platt! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Sophia! Danke schön! Muntere Kettensägenparty! Ah! Boomer! Da ist einer mit dem Flammenwerfer durch. Oh, 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 oh. Nehmen wir doch mal die dabei. Nau! Boah, hab ich ein Schwein. Nein, ich hab versucht, den Dicken zu sägen. Ich bin so doof. Zur Hilfe. Wow, die Cleaver, die halten aber, also diese Schwertainis, die halten aber eine Menge aus. Ja. Auch schon auf die harte Tour rausfinden. Was denn? Gebiet gesichert. Geschafft. Nach dir, fliegendes etwas. Aber eine Korps habe ich jetzt immer noch nicht gesehen. Und das war's. Die Maden ließen uns eine Zeit lang in Ruhe. Es war schwer, die Akademie zu verlassen. Jemand muss dahin zurück und die Leute begraben. Lass dich mal noch ein bisschen Munition. Oh. Ja. Das hat's jetzt von selbst gemacht. Ja, so wie ich das große Charakterdrama war es jetzt nicht, oder? Nee. Warum nicht? Das darf doch nicht wahr sein. Aber wie bestellt, ne? Kann sein, dass dieses Spiel zum Let's Playen gemacht worden ist. Es immer in 15 Minuten Häppchen serviert wird. Perfekt, würde ich sagen. Ja, in der nächsten Folge dann wahrscheinlich die nächste Aussage von mir anders, oder? Sophia ist ja wahrscheinlich jetzt durch. Stimmt, könnte sein. Ja. Wer wohl dran ist, bestimmt der Russe. Jo, bis dann. Ciao.